Hallo und willkommen hier wieder mal zu einem neuen Loot Raider Unboxing. Die Loot Raider steht jetzt hier und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo ist denn der Markus und der Max? Tja, die sind heute leider nicht dabei, denn es ist Montag und die haben Schule. Ich habe heute mal frei. Und ja, das Paket kam leider nicht vorm Wochenende, sodass wir das nicht am Wochenende aufnehmen konnten, also gemeinsam. Deswegen muss ich das jetzt hier notgedrungen alleine aufnehmen. Und ich hoffe trotzdem, das stört euch nicht zu sehr. Hoffentlich beim nächsten Unboxing sind die beiden dann wieder mit dabei. Im Hintergrund, ne, ein schöner Kamin steht hier. Natürlich haben wir extra nochmal hingebaut, ne, muss er sein. Und man hört das auch so leise knistern. Ich weiß gar nicht, hört ihr das? Ich glaube nicht. Aber gut, egal. Wir fangen jetzt an mit dem Unboxing. Ja, ich stelle es mal hier hin und... So. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Sieht ja schon mal anders aus. Ich glaube, es ist komplett überbelichtet. Kann das sein? Ja, warte mal ganz kurz. Da muss ich was ändern. Ha. So sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Einfach mal das PC hochgemacht. So sieht das heute momentan hier in der Box aus. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal... oh Gott, das ist so viel. Was ist das? Oh Gott. Was ist denn das? Ein Bastelsatz. Ein Bastelsatz. Oh mein Gott. Den werde ich natürlich auch nochmal zusammenbauen. Okay, dann schauen wir jetzt hier mal weiter. Das Motto ist jetzt hier gerade Future, irgendwie, ja, ich glaube Future war es, Future, oh Gott. Ein T-Shirt in der Größe M natürlich, wie es mir natürlich auch passen soll. Und was seht ihr? Okay, was ist es denn überhaupt? Zeitreisen seit 1985, der Fluxkompensator, schön aus zurück von der Zukunft, zurück aus der Zukunft, zurück in die Zukunft. Bah, igitt, jetzt geht's los, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Geiles T-Shirt auf jeden Fall, richtig geil. Oh, geil. Geil, geil, geil. Auch geiler Film einfach mal. So, das lege ich natürlich jetzt hier auch hin. Und was haben wir hier? Ey, das ist ja ein mega geiler Loot hier, ne? Dann haben wir wieder mal, wie soll es nicht anders sein, ein Anhänger von Destiny. Mache ich jetzt hier auch gleich mal auf. Oh Gott, ist der kalt. So. So, ab in die Müllkiste damit. Oh mein Gott. Oh, oh. Ihr wisst gar nicht gerade, wie kalt hier dieser Anhänger ist. Der ist so megamäßig kalt einfach gerade mal. Wohin kann ich den legen, dass man den sieht? Ich glaube, den sieht man nicht. Na gut, ihr habt ihn ja gesehen. Was haben wir hier? Okay, warte mal. Erstmal will ich an die Karte ran. Genau, hier, zurück in die Zukunft. Was habe ich vorhin mal gelabert, ey? Meine Güte, ich bin komplett durch auf jeden Fall T-Shirt von zurück in die Zukunft. Was ist denn jetzt dieser Bastelsatz? Das ist eine... Ach du meine Güte, das ist ja krass. Ich bin auch langsam dumm, ne? Also man kann es ja hier schon erkennen, gestern, was lief gestern auf ProSieben? Genau, Transformers habe ich leider nicht gesehen, aber ich kenne die Teile ja schon. Ne? Alles auswendig, ne? Und das ist eine... Pub-Transformers-Figur. Geil, geil, geil. Werden wir natürlich auch mal zum Ende des Videos zusammenbauen. Der Anhänger, genau, Destiny-Schlüsselanhänger ist ja ganz klar. Boah, hier ist noch so viel drin. Was geht denn mit Loot Raider ab? Alter, ich nehme jetzt mal die Tasse raus. Und zwar eine Metal Gear Rising Tasse. Okay, ich nehme die mal jetzt hier. Die ist hammer groß, kann das sein? Ey, das ist schon krass. Krass. Ich stelle die mal hier so hin. Hier so hin, dann sieht man sie nochmal ein klein bisschen. Ein Aufkleber. To love through time and space. Ein Aufkleber. Ein kleiner, süßer Aufkleber. Oh Gott, was haben wir hier noch? Was ist das? Eine Postkarte. Star Trek Nemesis. Keine Ahnung, ich habe Star Wars Star Trek nie gesehen. Tja, sei es drum, ne? Was haben wir hier? Wir haben hier eine Powerbank. Loot Raider, ihr seid die Allergeilsten. Das muss man einfach mal so sagen. Das muss man mal so sagen. Eine Powerbank. Ich sag mal, wer braucht sowas nicht? Ist das geil oder ist das geil? Mal gucken. Loot Raider Powerbank, nützlicher Wegbegleiter für zukünftige Reisen, der Energiebooster für dein Smartphone-Akku. Akku, nicht Akku. Ey, ist das geil? Oder ist das geil? Ich dachte... Oh, fuck that shit! Gott, ist das kalt! Oh, das ist... Damit kann man jetzt keine Ahnung was gerade machen. Aber hier, schön! Loot Raider Powerbank.
Das ist nice. Jetzt kommt natürlich große Frage, ob das Ding schon vorgeladen ist. Hier mein Handy. Mal gucken, das wäre natürlich übelst geilo. Und mal gucken, mein Handy ist noch fast voll, ist ja noch früh am Morgen. Und ja, perfekt, funktioniert sogar, ihr seht, ne? Jetzt lädt er hier sogar gerade. Sehr, sehr schön. Braucht jetzt aber nicht. Ist das geil, Leute, oder ist das geil? Eine Powerbank. Ich meine, wer wünscht sich sowas nicht? Mal ganz ehrlich, wer wünscht sich sowas nicht? So, dann haben wir hier von Star Wars. Was ist denn das eigentlich? Also ich weiß, was Star Wars ist. Nee, wartet mal, dieser Bastelsatz. Das ist... Ich blicke gerade gar nicht durch, aber ich glaube, das ist doch das. Doch, das ist alles. Sehr genau, gut. Du hast es nicht anders gewollt. Ist das irgendwie wichtig? Nö, ne? Oh Gott, das ist mein Lord. Nö, das ist nur so ein Pappenschlag. Kann weg. So. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ich bin gespannt. Oh Gott. Hilfe? Hallo? So, was soll denn das jetzt hier gerade sein? Ach, das sind Magneten! Aha! Ja, eigentlich kann man sich die in den Kühlschrank machen, nur ich habe keinen magnetischen Kühlschrank. Also, bei mir ist das eine Holzplatte davor. Das ist ja geil. Das ist geil. Das sieht wirklich nice aus. Das sieht wirklich, 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 wirklich nice aus. Auch wenn ich Star Wars noch nie gesehen hatte. Aber, na, ich sag mal, die Charaktere, die kennt man ja doch irgendwie so halt, ne? Ist ja einfach so. Krass. Wirklich krass. Einfach gerade so. Das ist hier nur noch ja, so ein Pappding. Und das ist, was dann jetzt hier? Ach, okay, gut. Das ist hier von einfach nur die Umverpackung. Und wir haben Bumblebee mit dabei. Oh Mensch, der gute alte Bumblebee. Build your own 3D Puzzle. Und das wird jetzt ein ganz großer Spaß. Auf jeden Fall, ich muss sagen, bis jetzt ist das ein mega geiler Loot. Also wirklich nochmal großes, 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 großes Dankeschön an Loot Raider für die Bereitstellung der diesmonatigen Box. Einfach mal, das ist ja wirklich mega nice. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Steht hier noch irgendwas Cooles drauf? Ja, ein bisschen Gelaber, ne? Wer sich das immer durchlesen kann oder will, der kann es eigentlich mal auf Pause drücken, wenn er das lesen kann, ne? Keine Ahnung, ne? Werde ich mir auf jeden Fall nachher auch nochmal durchlesen. Und ich würde sagen, ne? Ich lege mir das jetzt hier erstmal alles so ein bisschen bereit. Das ist mega geiler Loot, das ist einfach so. Das ist einfach so, besonders diese Powerbank und das T-Shirt von Zurück in die Zukunft. Oh, ist das geil oder ist das geil? Ich weiß ja schon, was ich morgen anziehen werde. Dieses T-Shirt. Genau dieses T-Shirt. Werden mich zwar keine Leute irgendwie blöd anschauen, aber gut. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Ich baue Bumblebee-Dingsbums. Ich habe damals als Kind sowas überhaupt nicht oft gemacht. Ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Zeitraffer und los geht's.
So, ich habe es jetzt auch geschafft, ich glaube nach fast 30 Minuten oder, ja ungefähr wirklich fast 30 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht, sogar noch über 30 Minuten. So sieht der jetzt aus, Bumblebee in Pappform, so ne, das war jetzt echt eine Herausforderung, würde ich so sagen, ne? Aber wir haben es geschafft. Er ist zusammengebaut, die Arme, ich weiß nicht, ob man die bewegen kann, ich will da eigentlich auch gar nicht so viel bewegen, denn es ist nicht gerade sehr stabil, muss man dazu sagen. Aber gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der Loot mega geil auf jeden Fall, wirklich nochmal ein großes Dankeschön, dass Loot Raider ja, uns wirklich immer diese Box bereitstellt für so eine Unboxing, das finde ich extrem nice und genau, ne, dazu muss man sagen, wir bekommen von denen, wie gesagt, schon des Öfteren kein Geld, sondern wir packen das hier einfach aus und das ist wirklich extrem geil und nice einfach wirklich. So, ich will jetzt das Video nicht noch länger in die Länge ziehen und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Unboxing oder in einem neuen und anderen Video. Bis dahin, tschüss.